Herzlich willkommen zu Türchen Nummer 13 unseres HTS Adventskalenders. Heute möchte ich euch etwas erzählen über das Spiel unter Hunden. Die wenigsten Videos, die mir gezeigt werden, zeigen wirklich spielende Hunde, sondern sie zeigen Hunde, die im Gespräch sind miteinander. Sie reden über Status, sie reden über wer bewegt wen. Aber selten handelt es sich um ein sogenanntes wirkliches, freies, soziales Spiel, was keinem Zweck dient. Also in der Regel ist das, was mir so geschickt wird an Videos, Hunde, die sich für einen bestimmten Zweck, um etwas Bestimmtes zu erreichen, miteinander unterhalten. Freies, soziales Spiel kommt viel eher unter Hunden vor, die miteinander vertraut sind, wo vor allen Dingen die Respektfrage schon geklärt ist. Diese Hunde zeigen dann freies soziales Spiel und das sieht in der Regel so aus, dass es ganz, ganz viel stationär stattfindet. Es gibt auch Rennsequenzen, aber die sind kurz und bei den Rennsequenzen wechseln sich die Hunde ab. Wenn ihr einen Hund habt, der, wenn er auf einen anderen Hund trifft, direkt eine Spielaufforderung zeigt, dann macht mir davon doch mal ein Video. Denn in der Regel ist dieses direkte Zeigen der Spielaufforderung ein Zeichen dafür, dass der Hund eigentlich nicht genau weiß, wie er sich in dieser Situation zu verhalten hat und sagt, ich mache mal eine Spielaufforderung, dann passiert mir nichts anderes. Werdet einfach ein bisschen empfindsamer, wenn ihr euren Hund in Zusammenhang mit anderen Hunden seht und beobachtet Spiel vielleicht mal durch meine Augen. Vermeidet auf jeden Fall, dass es zu Spielen kommt, wo einer nur rennt und der andere den ersten jagt. Das ist in der Regel überhaupt ist das Zeigen von viel Bewegung in der Regel eher ein Zeichen dafür, dass es zwischen diesen Partnern nicht wirklich passt und dass das ein Spiel ist, was vielleicht in unseren Augen schön aussieht, für die Hunde aber in keinster Weise förderlich ist.